Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma, bei mir gibt es Tipps, Tricks, Guides und natürlich auch den Platin Guide, wie auch den interaktiven Livestream. Alles hier auf YouTube. Doch heute dreht sich alles um Black Myth Wukong. Checkt gerne auch dieses Video aus. Das war das letzte Video, was ich zu Black Myth Wukong gemacht habe. Und damit ihr gar nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Checkt natürlich auch gerne diesen Content aus. Das ist Content von einem anderen Blockbuster hier auf meinem Kanal. Und bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund. Nach dem Intro geht's los. Let's do it. This is the future. Evolution. This is the future. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem nächsten kleinen Clever-Video aller Meditationsorte in Kapitel 3. Wenn ihr Kapitel 2 abgeschlossen habt, kommt ihr irgendwann hier. Schneehügelpfad, Spiegelsee. Let's do it. Und ich zeige euch, wo es den ersten Ort gibt. Auf geht's. Let's go los. Ist ganz einfach. Kann man trotzdem übersehen. Weil in der Story, ja, da gibt es eine ganz große Ablenkung hier am See. Das ist mein Lieblingsgegner Nummer 3. Halleluja, Schwester. So, und hier ist schon der Meditationsort. Let's do it. Wir sehen uns beim nächsten. Der zweite Meditationsort oder der Startpunkt ist das Reich der Pagode außerhalb des Rades. Da gehen wir los oder flitzen wir los. Let's do it. Ja, und wir sehen uns beim nächsten. Ach, hier ist noch ein ekliger Gegner, das wollte ich noch sagen. Checkt auch gerne meine Facebook-Seite aus. Dort teile ich immer neuen Content und kündige auch Livestreams an. Also lasst es krachen und mir dort auch gerne ein Abo da, um immer up-to-date zu sein für Fumas interaktiven Livestreams. So, der Startpunkt unseres nächsten Punktes, also Meditationspunkt, ist der Bittersee. Und der Grundsatzkorridor, da ist es auch ganz in der Nähe. Schon sind wir da. Wir sehen uns beim nächsten. So, der nächste Startpunkt für den nächsten Meditationspunkt ist Tal der Ekstase und die Achtsamkeitsklippen. Finde ich sehr schön. Achtsamkeit ist super wichtig. Da müssen wir hin. Und dort, flitzen wir los. Oh, wir sind losflitzen hier. Ist eine etwas längere Strecke.
aber ich zeige euch das komplett durchgehend. Achso, hier an dieser Stelle begegnet ihr einem Elite-Gegner, was nachher ein Geist wird. Mein Tipp an dieser Stelle, er verwendet unterschiedliche Waffen. Das sind Doppelklingen, Eisklingen und Giftklingen. So. Aber dieser Hafensänger, wenn ihr dem auf die Nudel gehauen habt, der kommt nochmal wieder. Und dann gibt es ein richtiges Tänzchen. Ah, komplett bis hoch. Bis hoch, bis hoch, bis hoch, bis hoch. Bis ganz hoch. Und hier begegnet ihr euch nochmal wieder. Und hier ist nachher der finale Kampf von diesem Dämon, wie ich ihn nenne. Und hier haben wir schon den Startpunkt. Den Meditationspunkt. Auf, wir sehen uns beim nächsten. So, der nächste Meditationspunkt ist neuer Donnerschlag-Tempel, der Tempeleingang. Auch wieder eine längere Strecke. Werde ich euch aber zeigen von hier aus und nachher nochmal von einem anderen Spot aus. Also, let's do it. Laufen wir los. Checkt gerne auch mein anderes Video aus zum bösen, bösen Buddha. Mein Hassgegner Nummer 1 an dieser Stelle. Beschießen ohne Witz. Also das ist auch wirklich das Schnellste, was mein Äffchen hier rennen kann. Mit meinen zwei Relikten ausgestattet und diesem leckeren Speedtrank. Das ist wahrscheinlich, ja, Ginseng-Amphetamine. So, hier rein. Und hier ein Elite-Gegner. Nachher wieder ein Geist für euch. Pop. So, okay, das habe ich mit Absicht abgewartet, denn von hier aus laufen wir zum letzten Meditationspunkt hier im Donnerschlag-Tempel. Falls ihr den habt, muss ich einfach nur den Weg zurückgehen. Oh, guck mal, da ist einer hergebordet. Ja, das sind die Zwillinge, kennt ihr die schon? Dumm und dümmer. Die sind lustig. So, hier an dieser Stelle. Ach, halt, stopp. Das ist im Prinzip der letzte Meditationspunkt. Direkt hier vor dem Tempel. Die Mahavira-Halle. Alles klar? Wenn ihr hier seid, ganz oben, das ist kurz vorm Endboss Kapitel 3, da runter einfach in diese Pagode. Okay, und das waren auch alle Meditationsorte für Kapitel 3. Wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Falls ihr echt Spaß daran habt, bitte lasst mir einen Daumen oben da. Das ist so wichtig. Bleibt gesund oder schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was ihr von Black Myth Wukong haltet. Sage ich immer so schön, bleibt gesund und seid einzigartig und wunderbar. Ciao, Kakao. Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da, damit ihr nichts mehr verpasst. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare.
Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Boomer.